So, hart erkämpfte Abfahrt. Ich bin zu Hause losgefahren. Ungefähr 12 bis 15 Kilometer später habe ich jetzt über 1100 Höhenmeter. Hätten eigentlich gar nicht so viele sein müssen, aber vor dem letzten großen Anstieg habe ich kurz Rast gemacht, habe meine Brille auf eine Bank gelegt und bin dann den Berg hochgefahren. Oben habe ich dann gemerkt, okay, meine Brille ist nicht mehr da, und bin ich wieder runtergefahren und habe sie geholt. Ich habe schon dran gedacht, sie dort liegen zu lassen. So viel ist sie nicht wert, war eigentlich auch zu voll runterzufahren. Aber wenn ich hier so eine Abfahrt runterfahre, dann möchte ich doch die Brille aufhaben, denn die Fliegen im Auge sind nicht so schön. Ja, ich bin schon zweimal hier runter. Einmal in der Gruppe jemanden hinterhergefahren, einmal alleine. Ist schon eine Weile her. Beim ersten Mal muss ich tatsächlich nicht absteigen, weil ich die Lions nachgefahren bin, die mein Vorfahrer gefahren ist. Beim zweiten Mal bin ich ein paar Mal abgestiegen, ja, weil ich nicht mehr wusste genau, wo es lang geht. Aber ja, werden wir sehen, wie es heute läuft. Ziel ist es natürlich nicht abzusteigen, wobei ich mich daran erinnern kann, dass ein paar Kuppen dabei waren, wo ich mit einem Kettenblatt aufgesetzt bin. Das Problem ist, ich habe an dem Rahmen leider kein Bashguard dran und die Kette kaputt hauen ist halt auch blöd, denn dann kann ich nicht nach Hause fahren. Dann würde ich im Zweifelsfall dann doch kurz absteigen, aber ja, wir werden sehen. So, los geht's. Hoppa. Ist am Anfang ein bisschen eng und hier die Pflanzen, die stören ein bisschen, da kommt man gar nicht so richtig durch. Man zerkratzt sich teilweise die Arme oder den Helm, aber später, genau das, später wird es dann ein bisschen, oh Mann, jetzt habe ich mich verschalten, ein bisschen breiter, komm schon, mit dem Knie an den Schalthebel dran, super. Später wird es ein bisschen breiter, hier schon, und dann kann man dann ein bisschen besser fahren. Weil natürlich zu blöd ist, wenn an der Brücke, an der Wurzel hängen bleibt. So, los geht's. Ist hier noch ein bisschen flach, aber das steile Stück kommt noch. Und da sind dann auch ein paar mehr Steine. Ach, Ast im Gesicht. Hätte eigentlich mal wegbrechen können, aber naja. Wieder. Also das letzte Mal waren die hier noch nicht. Oder ich kann mich nicht dran erinnern. So eine Äste hier zu haben. Ist halt auch blöd, wenn sie dir an den Beinen lang scharren und dann hast du wieder Kratzer, die bluten. Es tut zwar nicht weh, aber das juckt. Hier ist auch wieder so eine Strecke, wo ich mir wünschen würde, ich hätte schon das Santa Cruz Mega Tower, aber das lässt noch auf sich warten. Ich habe mal beim Händler heute angefragt, ob denn der Liefertermin vom 23.06., das ist ein Sonntag, einzuhalten ist oder eingehalten wird von Santa Cruz. Habe aber noch keine Rückmeldung erhalten und ja, ist noch eine Woche hin. Werden wir mal sehen. Wenn nicht, dann fahre ich eben noch ein Weilchen länger Hardtail. Und schau dann, dass ich noch ein bisschen Techniktraining mache, denn daran hapert es bei mir ganz schön. Ich bin jetzt neulich mit jemandem von Trickstuff mitgefahren. Trickstuff, die Firma, von denen ich meine Bremsen habe. Und der konnte schon richtig gut fahren. Der ist einen Trail runtergefahren, den ich schon ganz gut kannte. Er ist vor mir hergefahren und war schneller unten als ich. So viel zu, ich fahre gut Mountainbike. War schon gut anzusehen, wie er da runtergefahren ist. Teilweise ist er gesprungen an Stellen, wo ich mir die Hosen gemacht hätte, überhaupt da mit
Rad abzuheben. Naja. Aber meine Ausrede ist, dass ich erst wirklich seit 2 Jahren Mountainbike fahre. Und also intensiv Mountainbike fahre. Ich bin vorher schon ein bisschen gefahren, aber hauptsächlich im Flachen, weil es dort, wo ich vorher gewohnt habe, keine Berge gab. Also kann man das eigentlich gar nicht richtig zählen. Bergab gab es dort nicht. So, und hier sowas, da konnte man nur von träumen bei unseren Touren damals. Uah. So. Anstrengend. Ich habe auch gemerkt, dass mir mein Fuß beim Hardtail, mein linker Fuß nur, immer weh tut. Bei solchen Abfahrten. Ach, Geschwindigkeit wäre hier von Vorteil. Dann würden wir wahrscheinlich rüberfahren. Scheiße. Ja, also, mein linker Fuß tut mir irgendwie immer weh, wenn es ein bisschen länger runtergeht. Schade, denn dann kann ich mich nicht wirklich so auf den Trail mehr konzentrieren. Das tut dann einfach zu dolle weh. Weiß auch nicht warum. Mit dem Pulli, wie gesagt, ist mir das nicht passiert. So, das war der erste Teil. Und gleich geht's runter zum zweiten Teil. So, kurz was getrunken. Zweiter Teil des Trails ist ein bisschen anspruchsvoller jetzt. Hier oben noch nicht ganz, aber weiter unten kommen dann so ein paar Stellen, die echt tricky sind. Und da muss ich mal sehen, ob ich ganz gut durchkomme. Wenn nicht, fahre ich nochmal hoch. Oh, ja. Aber ich bin schon ganz schön kaputt. Naja, los geht's. Gar nicht, wo es hier lang geht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man fahren kann. Hier lieber links lang. Ach, das habe ich letztes Mal auch schon gemacht. Bin ich dann mit dem linken Pedal am Stein hängen geblieben und dann hat es mich ein bisschen nach vorn geworfen. Ich bin nicht vom Fahrrad geflogen, aber es war ganz schön knapp und eine recht schlimme Schrecksekunde. So. Hier bin ich letztes Mal abgestiegen. Also ein Stückchen weiter vorn. Da habe ich mir die Hosen gemacht. Heute ging es eigentlich ganz gut. Aber fängt schon wieder an, mein linker Fuß weh zu tun. Uah, Geschwindigkeit, Mann! Hier sieht man schön. Vorderrad passt genau rein. Wenn ich hier zu langsam fahre, dann mache ich diesen hier. Wenn ich schneller fahre, zack, nimmst die Gabel noch mit. Und ich komme ohne Absteigen runter. Aber nein, da hat er Angst und zieht die Bremse. Na, was sehen wir hier? Überall eigentlich gut zu fahren. Und ich bremse zu viel. Aber naja. Hier sieht man ganz gut, das ist das Ende des zweiten Teils. So ungefähr sieht das halt aus, wenn man da, wo man da eben runterfährt. Sieht eigentlich gar nicht so anspruchsvoll aus, aber wenn man so wie ich daherkommt und nur, zu viel bremst, dann wird es immer schwieriger. Ich
glaube, Bremse offen lassen wäre hier die bessere Möglichkeit. Blöderweise kommt dann halt Kopfkino, ja, was passiert, und man ist ja schneller und fliegt dann hin. Aber ich glaube tatsächlich, dass man hier weniger Sturzgefahr hat, wenn man ein bisschen schneller fahren würde. Wie gesagt, bei dem Loch, was ich erst gezeigt habe, denke ich, dass das genau da zutrifft, dass man dann eben nicht das Vorderrad genau reinsetzt und dann so langsam ist, dass es gar nicht mehr rüberkommt. Und ja, gut, weiter geht's. Jetzt kommt ein Teil des Trails, den kenne ich noch gar nicht, bin ich nicht runtergefahren. Eigentlich würde ich woanders hier langfahren und noch ein bisschen einen Enduro-Trail runterfahren, der auch sehr anspruchsvoll ist, zumindest für mich. Oh, aber heute wollte ich mal diesen Teil hier probieren, der, wie gesagt, mir noch unbekannt ist. Und es schaut zumindest von hier oben schön schnell aus und flowig. Müssen wir mal gucken. So, los geht's. Hab übrigens heute ein bisschen mehr trinken mit. Gerade auch was getrunken. Ständig aufstoßen. Weil es knapp 30 Grad sind und ja, da brauchen wir ein bisschen mehr zu trinken. Normalerweise nehme ich gar nichts mit, aber da fahre ich nicht so lange. Schnell und flowig, habe ich gesagt. Naja, mal gucken, ob es unten noch ein bisschen besser wird. Es sind ja auch einen Haufen Wurzeln und Steine. Dann wieder so viel Bremse, weil ich es nicht kenne. Oh nö. Ich dachte, das geht hier schön runter. Ja, würde ich denn da am liebsten langfahren, hier so rechts? Ach, das ist nervig. Also nochmal hoch und die rechte Leine nehmen. So mache ich das recht oft. Fahr irgendwo runter, lauf wieder hoch, fahr wieder runter, lauf wieder hoch, fahr wieder runter. So lange, bis es halbwegs klappt. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe heute gar keine Lust mehr. Ich bin total grau von den Anstiegen. Mal gucken. So, also hier. Wieder auch so ein Teil, wo Geschwindigkeit von Vorteil wäre. Eigentlich ist es fast überall von Vorteil. Nee, hier gehe ich nicht nochmal hoch. Boah, was ist das? So, links oder rechts? Also links sieht es gut aus. Dann fahren wir rechts. Oh ja. Ich glaube, hier hat man ziemlich viele Möglichkeiten runterzufahren. Und ich nehme die, die mir am einfachsten erscheint. Eigentlich schön flowig runterkommen, aber es scheint nicht so zu sein hier. Ach Mann, ey. Ich hätte so gern meinen Megatower schon. Verdammte Axt, ey. Ach Mann. Ist eigentlich easy hier, aber wenn man es nicht kennt, fahre ich lieber doch zwei, dreimal wieder hoch, beziehungsweise langsamer runter und dann gucke ich mir das an. Trial Skills. Oh, verdammt. Ach. Also, ich zeig mal kurz, was ich hier machen will. Eigentlich kann man hier, sieht man das vielleicht, so, fahr ein bisschen weg. Ja. Eigentlich könnte man hier rechts runterfahren. Was ich aber will, ist hier geradezu fahren, eigentlich auch so in die Kurve rein oder gerade drauf zu, das Hinterrad über diesen Stein setzen und dann da runter. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Zumindest ist mir das so spontan jetzt eingefallen, wie man das hier machen könnte. Man könnte wahrscheinlich auch einfach geradeaus drüber ballern oder hier links vorbei, hier geht es auch lang, aber das wäre dann doch zu einfach. Also fahre ich lieber hier so lang. So. Also nochmal anhalten, Vorderrad umsetzen. Zurück.
und wir sind da. Gut. Nicht ganz dort gelandet, wo ich raus wollte, aber naja. Schlamm. Und ich muss genau reinlatschen. Ach. Weiter geht's. Gut, Socken sind noch trocken. Was ich mittlerweile auch ein bisschen am Üben bin, ist, wenn man Kurven hat, also nicht unbedingt Spitzkern, das muss nicht sein, aber sowas wie hier, die Vorderradbremse zu dosieren, dass man zwar weiterrollt, aber das Hinterrad trotzdem anhebt, so wie ein Stoppy, und dann das Hinterrad schon um die Kurve zu ziehen. Also das finde ich eine coole Technik. So, links oder rechts. So, also hier, ich würde mal hier so rechts lang fahren, sieht ganz gut aus. Also wie gesagt, so eine Art Stoppy, und beim Stoppy dann das Hinterrad rumziehen, dass man da gar nicht so die Geschwindigkeit rausnehmen muss. So, ich glaube, das war's auch schon. Na, ich glaube, dann geht es doch auf der anderen Seite lang. Auf der anderen Seite sind auch die Baumstämme weggesägt. Und da sieht es auch irgendwie aus, als würde man da auch runterkommen. Vor allen Dingen, ja, ein bisschen anspruchsvoller. Also es gibt ja Leute, die fahren mit Trickpedalen. Kann ich auch. Also ich bin 10 Jahre lang Radkurier gefahren und war da nur mit Klickpedalen von Shimano unterwegs. Aber das war halt kontrolliertes Fahren. Hier muss man manchmal sehr schnell absteigen. Und da möchte ich nicht mit Klickpedalen unterwegs sein. Ist ein bisschen von Nachteil, wenn man so eine Wurzeltrails hat oder sowas wie hier, das halt ein bisschen ruckelt. Denn da muss man öfter mal die Fußstellung korrigieren. Aber das ist mir tatsächlich erst aufgefallen, als ich hier mit dem Hardtail angefangen habe. Vorher mit dem Pulli war das kein Problem, da brauchte ich meine Fußstellung eigentlich nie korrigieren. Und boah, wo bin ich denn hier? Okay, gut. Und ja, dadurch, dass ich jetzt auch hoffentlich bald wieder Pulli fahren werde, ist mir das auch egal. Ich fahre die DMR Board Pedale und 510 Schuhe. Also über Grip kann ich mich nicht beklagen, und die Fußstellung, das geht eigentlich auch. Wo geht es ein bisschen lang? Ja, sieht gut aus. Also das mit der Fußstellung ist jetzt auch nicht so das große Problem. Bei sowas hier schon merke ich, wie es meinen Fuß zur Seite drückt.
aber ich weiß, glaube ich, wo ich bin. Cool. So. Also ich habe tatsächlich mal einen Tag probiert. Bin einen Tag in Ruhe mit Klickpedal eingefahren. Das Ausklicken und so, das ist alles kein Problem. Nur habe ich dann Kopfkino gehabt. Das heißt, ich bin irgendwo abgestiegen, wo ich normalerweise nie im Leben absteigen würde und auch noch nie abgestiegen bin. Aber Kopfkino sei Dank war dann der Fall, dass ich dann doch abgestiegen bin, weil ich Angst hatte. Ja. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mit Angst jetzt die nächsten Wochen verbringen muss, bis ich mich an Klickpedale gewöhnt habe, so viel Vorteile haben die auch nicht. Eigentlich sind sie nur, wie gesagt, bei solchen Wurzeltrails von Vorteil und bergauf. Ansonsten ist es relativ ausgeglichen zwischen Klick und Flat. Ich denke mal, bergab ist es sogar noch meines Erachtens besser auf Flatpedalen als auf Klickpedalen, weil man dann den Fuß auch mal schnell richtig absetzen kann, das Rad weiter schieben kann. Und manchmal ist es, auch wenn man Erfahrung hat, ein bisschen fummelig, ins Klickpedal reinzukommen. So, das war's.